Das Wort Wicht, abgeleitet davon auch das Wort Wichtelmann, meine sehr verehrten Zuseher, ist wortverwandt mit den Verben weichen oder entweichen. Ein Wichtelmann, daher stammt seine Verbindung zum Kobold, ist ein Wesen, dem das Gute entwichen ist. Daher auch der Name Böse Wicht. Und damit zu Niels Holgersson, dem gewiss berühmtesten Wichtelmann der Weltliteratur. Seine Schöpferin Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf setzte ihn 1906 in unsere Welt. Genauer gesagt, sie verwandelte ein böses Kind, eben Niels, in einen zunächst genauso unerfreulichen Wichtelmann. Und als der sich moralisch geläutert hatte, wurde er wieder zu einem Kind, einem prachtvollen Kind allerdings. Diese Geschichte ist allein auf Deutsch in mehreren Dutzend Auflagen erschienen. Sie ist verfilmt und für den Hörfunk bearbeitet worden. Ich muss sie Ihnen nicht im Detail nacherzählen, aber ich darf Ihre Aufmerksamkeit dennoch auf ein paar Punkte lenken. Das Buch entstand als Auftragsarbeit für den schwedischen Lehrerverband und sollte in den Schulen für eine pädagogische Vorform des Faches Landeskunde verwendet werden, sollte jungen Schweden ihre Heimat vorstellen. Nun war Selma Lagerlöf tatsächlich 10 Jahre lang Volksschullehrerin im Südwesten des Landes gewesen. 1885 mit 27 Jahren trat sie in den Schuldienst ein, doch berühmt wurde sie nicht als Pädagogin, sondern als die Autorin eines Romans. Und ich füge gleich hinzu, das war kein Roman, den in einer sehr konservativen Gesellschaft eine Schulbehörde so ganz unbefangen jungen Schülern zu lesen gab. Denn dort, ich rede jetzt von dem Roman, dort ging es ausgesprochen prall zu. Wir werden auf das Thema noch zurückkommen. Aber bleiben wir noch bei dem Wicht, bei Niels Holgersson und seiner Erkundung von Schweden. Niels ist in einen Wichtelmann verwandelt worden, weil er einem anderen Wichtelmann übel mitspielen wollte. Die Eltern Holgersson waren mit ihren Versuchen, den 14-jährigen Buben zu erziehen, gescheitert. Ach, wenn er ihm ein anderes Herz gegeben worden wäre, klagte die Mutter, die die Grenzen pädagogischer Bemühungen erkennen musste. Kurze Zeit später, Niels ist bereits geschrumpft und sucht auf dem Hof seinen Widersacher. Erzählen uns auch die Tiere, die Kühe, die Gänse, die Katze, wie stark sie stets die moralischen Verfehlungen von Niels, also des Knaben, gerade gegen seine Mutter verabscheuten. Es herrscht hier, hochtrabend gesagt, ein ethisches Einverständnis zwischen Mensch und Tier, ganz gleich, wer herrscht und wer beherrscht wird. Ein Einverständnis, an das sich im Prinzip auch die Gänse halten, die irgendwann auf dem Markt und im Kochtopf landen werden. Selma Lagerlöf spielt nun mit diesen moralischen Perspektiven. Im Lauf seiner Erläuterung wird Niels zum Beschützer der Tiere, auch der Tiere untereinander, denn die verhalten sich schließlich nicht anders, als die Menschen sind. Eitel, faul, gerissen, hochmütig, aber auch dankbar, anhänglich und hilfsbereit. Und oft bitter enttäuscht, wie der Adler, der so gerne eine Wildgans wäre. Hier wird die Tierwelt nicht verniedlicht, hier kündigt sich vielmehr der frühe Gedanke einer Versöhnung mit unseren tumpen Freunden an. Das deute ich jetzt an, verehrte Zuseher, um Sie daran zu erinnern, dass etwa zur Geburt der Selma Lagerlöf Charles Darwin mit Veröffentlichungen begann, die das Regelwerk der Natur völlig neu erklärten. Damals machte unter Biologen das Wort von den blutigen Tatzen der Natur seine Runde. Das Wilde, das Tierische war das Bedrohliche, weil es sich eben keinen Regeln des Anstands unterwarf. Und da machte sich Selma Lagerlöf in einer sehr feinen, sehr schlichten Sprache daran, Natur und Moral und menschliche Fantasie in einer neuen Einheit zusammenzufügen, in einer sehr schlichten Sprache, füge ich sehr schnell hinzu, ein Stil, der zum anspruchsvollsten gehört, das ein Literat zu Wege bringen kann. Selbstredend geht es dazu noch spannend und humorvoll zu. Selma Lagerlöf, wir haben davon gesprochen, war Lehrerin. Für sie auch ein Brotberuf, denn das väterliche Gut, auf dem sie 1858 geboren wurde, befand sich bald auf dem scheinbar unaufhaltsamen Abstieg in den finanziellen Ruin. Der Vater, Leutnant Erik Gustav Lagerlöf, liebte seine Kinder,
doch er liebte auch den Alkohol. Und er liebte ein Wirtschaften, das sich in Zeiten der Krise nicht bewährte. Selma wuchs mit 4 Geschwistern auf, 2 Brüdern und 2 Schwestern. Anna, die Jüngere, starb, wie damals viele Kinder, sehr früh an Tuberkulose. Auch Selma blieb nicht von Krankheiten verschont. In ihrer Biografie erwähnt sie ein Hüftleiden, das sie zum leichten Nachziehen eines Beines zwang. Literaturhistoriker haben sich mit psychologischen Deutungen an eine Interpretation dieses Leidens gemacht. Übertrieb sie die Behinderung, um auf sich aufmerksam zu machen? Wollte sie Stärke durch demonstrative Schwäche gewinnen, sich gar an den Rand einer Gesellschaft gedrängt präsentieren? Eine frühe Vorwegnahme ihres Eintretens für die Belange des schwachen Geschlechts vielleicht? Es haben derlei Erkundungen gewiss ihren akademischen Reiz und ihre wissenschaftliche Berechtigung. Ob sie dem Verständnis des Werkes so recht dienen, scheint mir nur selten erwiesen. Ob Selma Lagerlöf nun tatsächlich behindert war oder die Symptome übertrieb, wurde spätestens dann bedeutungslos, als sie mit ihrem ersten Roman, mit Gösta Berling, einen so großen Erfolg feiern konnte, dass irgendwelche Gestensprachen demgegenüber nicht mehr ins Gewicht fielen. Es gibt, verehrte Zuseher, Romane der Weltliteratur, die zurückhaltend formuliert leichter zusammenzufassen sind als Gösta Berling, jener fulminante Erstling von Selma Lagerlöf, dessen erste Teile 1890 erschienen und der vollständig ein Jahr später in Stockholm veröffentlicht wurde. Die Hauptfigur ist ein aufsässiger Pfarrer, eben jener Gösta Berling, der sein Amt wegen Trunksucht verloren hat, der bald sein Hab und Gut verliert, sich wieder in die Position eines Gutsherrn zurückkämpft und schließlich zum Beschützer der Entrechteten wird. Das wäre der Rahmen einer wilden Geschichte, die teilweise auf historischen Figuren beruht, teilweise auf im Volk kursierenden Anekdoten, Teufelsmärchen und anderen Bestandteilen der Folklore zurückgreift. Die Autorin hat ihren Stoff in 36 Kapitel gegliedert. Wenn wir von einem Gesamtumfang von 350 bis 380 Seiten ausgehen, wird klar, der schnelle Szenenwechsel hat hier Methode. Zum sozialen und historischen Hintergrund sollte man noch wissen, dass die Zeit, in der die Handlung spielt, die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, in Schweden auch dadurch geprägt waren, dass das Reich durch tölpelhaftes Agieren gegen Napoleon den ersten große Ländereien verloren hatte und nach diversen Friedensschlüssen über mehr Offiziere verfügte, als es für seine gesellschaftliche Stabilität gut war. Andererseits blieb die innere Ordnung streng hierarchisch. Adel, Geistlichkeit und eben das Militär blieben die dominierenden Kräfte. Die beschäftigungslosen Offiziere trafen sich auf bestimmten Gütern und gingen hier demnach, was man als beschäftigungsloser Offizier so treibt: Saufen, Glücksspiel, Schürzen jagen und Streiche spielen. Eine Art Kult des Überdrusses. Der zentrale Ort dieses Geschehens ist das Gut Öckeby, gleichsam das Hauptquartier der Offiziere. Die Herrin des Gutes, Majorin Margareta, rettet den Helden, rettet Gösta Berling vor dem Selbstmord. Die Majorin hat einen faustischen Pakt mit einem Bergwerksbesitzer aus der Nachbarschaft geschlossen, in dem es um Seelen geht. Jawohl, der Verweis auf Goethe erfolgt mit Absicht. Margareta selbst trägt wegen einer Liebschaft und einer Tätlichkeit gegen ihre Mama schwere Schuld. Als ihre Verfehlung ruchbar wird, die Offiziere plaudern die Affäre aus, weist ihr Gatte Margareta aus dem Haus. So könnte man die Geschichte jetzt weiter erzählen, die verschiedenen Liebesaffären verfolgen, in die sich Gösta sich stürzt, seine Begegnung mit der Gräfin Elisabeth beschreiben und deren Rolle bei der Läuterung des Helden. Doch damit würde ich Ihnen, verehrte Zuseher, nur immer neue Episoden von fast gotischer Intensität vortragen und darüber einen wesentlichen Teil des Werkes unterschlagen. Sie müssen nämlich bei der Lektüre auch darauf gefasst sein, dass plötzlich der Leibhaftige eingeführt, dass für die Bärenjagd auf die bewährte Praxis der Zauberkugel zurückgegriffen wird oder dass eine Waldfrau einem adligen Uhrmacher die Verfertigung der wunderlichsten Apparaturen beibringt. Salopp gesagt, die Geschichte von Gösta Berling, seinen Kumpanen, seinen Widersachern und seinen Liebsten hebt immer wieder ab.
Selbstverständlich folgt diese Form der Darstellung einem sehr sorgfältigen Plan. Selma Lagerlöf bekannte sich zu einer Literaturform, die ein Zeichen gegen die damals vorherrschende Form des Realismus setzen wollte und damit nach anfänglichen Schwierigkeiten auch sehr erfolgreich war. Wenn man einmal die Werke der Lagerlöf gegen die ihres Landsmannes August Strindberg hält, die Lebensdaten decken sich ja über ein halbes Jahrhundert, dann tritt der Unterschied besonders prägnant hervor. Strindberg insistierte auf einer Methode des kühlen Tranchierens seiner Stücke. Sie lassen für eine gegebene Situation immer nur ein mögliches Ende zu, und das ist ein fatales Ende. Die sehr viel versöhnlichere Selma Lagerlöf spielt hingegen mit der beständigen Möglichkeit der Aufhebung eines Konflikts, sei es durch das, was wir altmodisch Gnade nennen, durch ein Wunder oder durch eine märchenhafte Wendung. Der gute Ausgang einer Geschichte, Versöhnung, Vergebung von Schuld ist stets möglich. So könnte eine ihrer Botschaften lauten. Klar, dafür muss man an sich arbeiten. Dafür braucht man die entsprechenden Freunde. Aber genauso benötigen wir die Gewissheit, dass Wunder selbst zu einem protestantischen Alltag gehören, dessen Ethos gemeinhin nur auf dem Gebot der Arbeit beruht. Vielleicht sogar gerade dorthin, weil sie hier am wenigsten erwartet werden. Die literarische Form, die Selma Lagerlöf für Gösta Berling gewählt hatte, jene Verbindung zwischen Volksmärchen, historischem Stoff und Splittern von Ritterromanen, gefiel der schwedischen Literaturkritik anfangs nur mäßig. Das waren doch Weibermärchen, so konnte man die böswillige Kritik zusammenfassen, die damit auch darauf zielte, dass sich Selma Lagerlöf mehr und mehr der Bewegung des schwedischen Frauenverbandes zugewandt hatte. Frauen, das darf ich hier kurz ins Gedächtnis rufen, hatten damals auch in Schweden kein Recht auf eigenen Besitz. Und man muss nicht übersensibel gestimmt sein, wenn man aus der negativen Kritik am Werk der Lagerlöf auch einen starken antifeministischen Ton heraushört. Diese Frau, so hieß es hinter nur schlampig vorgehaltener Hand, umgibt sich auch nur mit Frauen. Da kann sie, anders als Strindberg, die Realitäten der Welt nicht verstehen. August Strindberg, das war der Gegenpol. Seine Furcht vor der gesetzlichen Gleichstellung der Frau trug fast schon poetische Züge. Als eine russische Mathematikerin an die Universität von Stockholm berufen wurde, schrieb er erbost: Eine weibliche Mathematikprofessorin ist eine gefährliche und unerfreuliche Erscheinung. Und er verlangte deren Entfernung. Man kann sich auch leicht vorstellen, was in jenem Kollegen, der immer verbitterter darüber wurde, den Nobelpreis für Literatur nicht erhalten zu haben, was also in August Strindberg vorging, wenn er daran erinnert wurde, dass ausgerechnet seine Landsmännin Selma Lagerlöf im Dezember 1909 die begehrte Auszeichnung erhielt. Als erste Frau, das schmerzte besonders. Nobelpreisträgerin hin oder her, an den Wahlen zum schwedischen Parlament durfte Selma Lagerlöf trotzdem nicht teilnehmen. Sie war ja eine Frau. Darauf wies sie in einer noch heute viel beachteten Rede auf dem Internationalen Frauenkongress von 1911 hin. Sie war jetzt zu einer unangreifbaren Instanz geworden und literarisch bis wenige Jahre vor ihrem Tod 1940 nach wie vor sehr, sehr kreativ. Lag Gottes Segen auf allen ihren Werken? Nicht immer. 1907 flatterte ihr ein Findelkind ins Haus, das nun tatsächlich auch noch Nils Holgersson hieß. Der Bub sollte die beste Ausbildung erhalten und einmal ihr Erbe antreten. Doch da er sich nicht in einen Däumling verwandeln ließ, wurde aus dem Kerl kein Intellektueller, sondern ein Arbeiter, der später sein Glück in Amerika suchte. Er soll dort am Bau von Wolkenkratzern beteiligt gewesen sein. Wolkenkratzer. Das Bild hätte Selma Lagerlöf gut gefallen.